Herzlich willkommen bei den Drückglück Masters 2019. Es ist Folge 3 angesagt und Team Blau, das sind die Jungs hier, die führen momentan gegen Team Weiß mit 1:0, weil bei der letzten Challenge Fußball-Jenga der Sieger der Herzen, Atakan Karazor, leider den Jenga-Turm zum Einstürzen gebracht hat. Aber manchmal ist das so. Es ist ja auch ein bisschen Glück dabei. Und wir kommen jetzt zur zweiten Challenge. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich sage nur, JJ Okocha lässt grüßen. Der Rainbow Flick. Wer kann damit was anfangen unter euch? Wisst ihr hier, der geile Übersteiger? Es war damals, glaube ich, JJ Okocha gegen Dynamo Dresden. Da hat er den Ball über den Gegner, über den Kopf rüber gespielt und dann den Konter eingeleitet. Das wollen wir gerne auch von euch sehen. Wer traut sich das zu? Das werden wir gleich mal schauen. Allerdings machen wir es nicht mit einem Fußball, sondern wir machen es mit einem Würfel. Ihr habt 3 Versuche, die Punkte werden dann addiert. Und nochmal für euch, für die Künstler unter euch, wenn ihr es schafft, den Würfel über euren Kopf zu bringen, dann zählt die Punktzahl doppelt. Ne? Also ein bisschen verschärfte Spielregeln, aber so viel Spaß muss sein. Wir wählen mal wieder, wer anfängt in dieser Challenge, ob Team Weiß oder Blau. Team Blau fängt an und jetzt die Frage, wer traut es sich von euch am ehesten zu? Wer soll es machen? Na? Ja, ich traue mir das zu. Yannick freut sich schon, Yannick Dehm, da bin ich mal gespannt. Und bei Team Weiß, wer soll es da machen? Wer ist dabei? Oh, der Hornsack, der Österreicher. Ist das ein Trick, den du drauf hast? Ich habe ihn im Match noch nicht ausprobiert, aber jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um diesen Trick auch zur Perfektion zu bringen. Also, wir gehen rüber. Gleich gibt es den Rainbow Flick hier bei den Drückglück Masters 2019. Das ist das Objekt der Begierde beim Rainbow Flick jetzt hier bei den Drückglück Masters 2019. Dieser Würfel soll im besten Falle 3-mal über den eigenen Kopf im JJ Okocha-Style fliegen. Und dann nehmen wir die Punktezahl und zählen die Punkte zusammen. Team Blau wird anfangen mit Yannick. Team Blau führt auch 1:0 nach der ersten Challenge. Also Matthias, ihr müsst euch ein bisschen hier mit Team Weiß am Riemen reißen und Team Blau darf beginnen, Yannick. 3 Versuche. Mal sehen, was du so zusammenwürfelst im JJ Okocha-Style. Los geht's. Wir notieren eine 6. Wir ziehen eine 6. Muss ich jetzt von hier oder kann ich? Nee, du kannst wieder in die Mitte legen. Über den Kopf ist doppelt. Über den Kopf ist doppelt. Herr Kronholm, bitte hier die Spielregeln auch genau verfolgen. Das ist schon schwer. Matthias Honsack muss jetzt die 6 kontern. Aber kann ist ich ja, jederzeit, wenn du soweit bist. Okay, es ist die 2. Das heißt, Team Blau hat momentan schon 4 Punkte Vorsprung. Warum habt ihr Yannick hingeschickt? Ja, also wir müssen ja immer am Gegner orientieren und Honsack. Schwierig. Ihr müsst euch am Gegner orientieren und Honsack schwierig. Was würfelt? Eine 4 hinterher. Das macht also 10 insgesamt. Da ist der Honsack jetzt schon so ein bisschen unter Druck. Ja, was war das? Was muss er? Eine 8 muss er jetzt würfeln. Das wird auch schwierig. Ja. Obwohl, doppelt ist möglich, wenn du über den Kopf gehst. Doppelte Punktzahl. Ja. Eine 5. Cool, jetzt wird sie schon. Jetzt müssen wir gucken. Also. Ja, über Kopf, schau mal. Moment, ich bin der Schiedsrichter, warte, Yannick. Ich sage es hier doppelt wegen der Spannung. So, jetzt haben wir 10. Ja, es läuft schon. Jetzt muss Yannick gucken. Der ist auch gut. Eine 4. So, Team Blau hat also, wir haben 14 Punkte. Was hat Team Weiß? Was muss der Honsack jetzt machen? Kann er verdoppeln? 2 muss er nur machen? Schafft er das? Unentschieden, das heißt, wir brauchen jetzt ein Stechen. Janek, jetzt musst du vorlegen. Und denk dran, wenn ihr das Ding über den Kopf zählt, habt ihr auf jeden Fall doppelte Punktzahl. Ne? Also, er muss aber nach vorne ziehen. Nein! aber eine 6, eine 6. Das musst du erst mal bringen. Ach, der war so gut, ey. Und wir wollen festhalten, dass Yannick dem nicht der größte Spieler ist. Ne? Das hat es selbst geschafft, sich das Ding an den Kopf zu hauen. Und jetzt kommt Matthias Honsack. Doppelte Punktzahl. Was wird es? Eine 5. Und damit geht der zweite Punkt an Team Blau. Sie gewinnen ganz, ganz knapp. Dann wohl mit 20:19. Drückglück Masters 2019, Team Blau führt mit 2:0 und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit der nächsten Challenge. Und warte, die macht richtig Spaß. Ich sage nämlich nur Mikado, ein bisschen aufgepimpt natürlich. Also viel Spaß und bis bald bei der nächsten Drückglück Masters 2019.